Moin zusammen, wir haben uns mal was Dummes gedacht, oder so dumm ist es eigentlich nicht. Wir müssen eine Medium-Map machen und ich dachte mir, hey, ich habe keine T3-Items, weil ich ja Prestige vor kurzem gemacht habe. Ich habe jetzt die Challenge-Mode-Einstellung genommen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier drauf gehen, verlieren wir gar nichts. Wir haben T3-Items. Vielleicht finden wir sogar einen Geist, weil alle Cursed Possessions da sind. Weil wenn wir diese Einstellungen, wie sie im Challenge-Mode sind, manuell einstellen würden, über Custom, würden wir bei 0 rauskommen. Weil wenn man alle Cursed Possessions hat, geht es auf 0 runter. Und dann zählt auch diese, sobald man mit Nullfach spielt, zählt auch diese Aufgabe nicht. Also mal gucken, vielleicht klappt es ja. Rein da. So, der Break hier ist oben links. Wir gehen jetzt aber mal ausnahmsweise am Haupteingang rein. Hier ist nämlich der Summoning Cycle. Wir brauchen nämlich einmal ein Firelight, was ausgeboostet wird. Und Motion Sensor. So, das stellen wir schon mal so hier auf. Dann fotografieren wir die ganzen Cursed Possessions. Wir haben alle drei Beweise. Wir könnten das Board fragen, wo er ist, aber da müsste ich extra nach einer Map schauen, weil die Geister sind, die Bezeichnungen von der Map hier sind wirklich sehr, sehr blöd. So, Fotokamera wollte ich. So, dann gucken wir mal nach den. Oh, sorry, meine Nasen. Gucken wir mal nach den Cursed Possessions hier. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau auswendig, wo die sind, und die Map hier ist leider ein bisschen dunkel. Wir haben einmal die Tarotkarten. Hier haben wir das Ouija-Board. Hier haben wir natürlich den Summoning Cycle. Ich hoffe, die Sachen hier blocken nichts, die jetzt da drin stehen. Hier ist der Wududu. Hier ist Spiegelchen. Vielleicht ist er in einem Badezimmer und ich gucke mal kurz in den Spiegel rein. Das würde natürlich auch gehen. Hier ist die Music Box. Habe ich noch was vergessen? Ich weiß gar nicht, wo ist hier die Monkey Paw? Ich sehe hier mit total schlecht. War die nicht hier irgendwo? Ist sie nicht hier irgendwie? Ach, da ist sie ja. Man könnte auch fragen, ob der Geist eingesperrt werden kann. Das würde vielleicht auch was bringen. So, ich glaube, das war's schon, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wir haben alles. Wir brauchen noch drei extra Fotos. Okay. Hallo, hallo. Meine Mama muss hier gerade noch ein paar Sachen erledigen. Deswegen Okay. kommen Sie nicht nachher. Ja, wir sind hier in den Challenge-Mode-Einstellungen und wir haben, wie du siehst, lauter T3-Items. Also, ja, wenn du willst, kannst du ja mit irgendetwas reinkommen. Du kannst ja noch Smudge mitbringen, wenn du willst. Und Fotokamera. So, also, dann schauen wir mal. Salz kannst du auch noch mitbringen, wenn du willst. Okay, dann gucken wir mal kurz, wo der Geist ist. Das da, das weiß ich jetzt nicht genau, wo das ist. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Der Geist ist, glaube ich, irgendwo ziemlich weit hinten bei einem dieser Chemielabore. Du kannst ja mal ein Thermo mitbringen, wenn du willst. Schnapp dir mal ein Thermo und dann gucken wir mal, wo der ist. Du kannst ja links reingehen und da mal hinten durch im letzten Raum gucken. Und ich gucke auf der rechten Seite hinten durch im letzten Raum. Weil ich glaube, als ich gerade in den Spiegel geschaut habe, war das irgendwie so ein Raum gewesen, wo der ist. Ich glaube, das war so ein komisches Chemie-Dingsbums da. Mal gucken. Wir müssten ja jetzt auch eigentlich Atem sehen. Und hier dieser Raum, denke ich mal, ist das vielleicht. Weil ich habe hier diese Tür gesehen und die Fenster. Are you here? Can you give us a sign? Also hier so das hier. Boah, ich sehe gar nichts. Hast du keine Night Vision mitgenommen? Nee. Nimm dir doch eine Night Vision mit. Okay, hier ist er nicht. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, okay, dann gehe ich nochmal in den Truck. Wir sind schneller, falls du es nicht gemerkt hast. Also kannst ruhig rumsprinten. Das hier sind die Challenge-Mode-Einstellungen und wir müssen eine Medium-Map spielen. Deshalb dachte ich mir, ich spiele das mal mit Challenge-Mode jetzt einfach. Dann haben wir auch die Medium-Map-Aufgabe in einem erledigt. Und wenn wir sterben, verlieren wir nichts. So, dann laufen wir mal hierher und gucken mal hier. So, are you here? Can you give us a sign? Hello, Ghosty, are you here? Wow. Okay. Ghosty, are you here?
Ich gehe jetzt hier zurück. Ich könnte den kürzeren Weg nehmen, aber ich will das Licht wieder ausmachen. Ich könnte jetzt auch da lang gehen, zum anderen Raum. Aber ich muss hier das Licht ausmachen, sonst haben wir zu viele an und ich habe keine Lust, zum Breaker zu laufen. Okay, also hier auf der rechten Seite ist er, glaube ich, nicht. Da ist jetzt nichts Auffälliges gewesen. Du kannst ja mal links unten in diesem letzten Raum hinten rechts gucken, wenn du den Gang durchgehst. Ich gucke mal oben links. Are you here? Can you give us a sign? Ich glaube, das hier habe ich nämlich gerade eben gesehen im Spiegel. Are you here? Hier ist eine Tür offen, ich habe es gefunden. Es ist oben links der Raum. Also muss die Treppe hochkommen. Ich habe die Balkontür von unten an, aber auch wieder. Okay, das ist die Besenkammer. Ich versuche dir mal entgegenzukommen, dass du das siehst. Komm einfach die Treppe hoch. Ich komme jetzt zur Treppe rüber. Hier müsste jetzt gleich die Treppe kommen. Oder? Wo laufe ich denn hin? Hier. Ja, genau, da bist du ja. Das ist, glaube ich, hier lang. Ich glaube, das war der Raum hier hinten gewesen, wenn ich mich nicht irre. Da, hier hinten, da kannst du ja mal nach den Temperaturen schauen. Weil hier sieht man Atem. Das hier, das müsste der Raum sein. Okay, dann müssen wir jetzt mal schauen. Ja, hier ist 2 Grad. 2 Grad, okay, dann kannst du das Thermo da liegen lassen. Ich habe dir hier draußen jetzt Licht angemacht. Dann kommst du da einfach raus, wo das Licht ist. Und dann hältst du dich dann, wenn du an der Tür rauskommst, an der linken Wand. Und dann kommst du zur rechten Treppe. Und da gehen wir jetzt immer lang. Ich könnte mein Smudge-Zeug da. Ich lasse es lieber unten. Dann bringen wir hier einfach an dem Eingang hier. Hier laufen wir dann jetzt immer durch. Das ist, glaube ich, kürzer. So, wir holen schnell ein paar Items. So, die erste Fuhre Items kommt schon mal in den Raum. Ich weiß nur nicht, wo ich den Motion Sensor hier hin tun soll, weil leider zählen beide Räume hier. Das ist echt. Ach, der Raum hier ist riesig. Mal kurz gucken, was das jetzt sagt. 1,6, komm, geh unter 1. Geh unter 1. Oh, er ist reingelaufen. Perfekt. Hallo, Geist. Das heißt, er müsste ja auch ins Buch schreiben, ne? Ne, ist nix. Du kannst ja die Kamera in Richtung Buch und Dots da hinstellen, so dass die von der Ferne das dann anschaut. Er schreibt ein Buch. Ah, ein Buchgesicht, okay. Wir haben ein Buchgesicht. Okay, dann bringe ich als nächstes mal eine Kamera und Habe Satz. auch direkt ein Foto gemacht. Hast du das EMF dabei? Kommt irgendein EMF 5 vielleicht da bei dem Buch? Ja, perfekt. Du kannst das Buch nochmal fotografieren. Das erste war eine Interaktion. Und wenn du es jetzt nochmal fotografierst, kriegst du das Ghostwriting. Ist auch egal, wenn es jetzt später ist, das Foto. So, okay. Habe ich. Okay, dann haben wir ja schon einiges. Wir haben jetzt das Buch. Dann nehmen wir noch die Spirit Box mit. Dann nehmen wir noch Salz mit. Die Fotokamera hast du da gelassen, ne? Du kannst dann ja als nächstes noch eine Videokamera mitbringen und noch einen Bewegungssensor. So. Dann werde ich jetzt noch mal da reinlaufen, werde mal die Spirit Box versuchen, werde ein bisschen Salzfotos noch machen. Okay, einige davon könnten wir auch schon durch die Hand relativ schnell rausfinden. Wir können nachher das Board noch fragen, wo der Knochen ist. Das geht auch noch.
Und dann können wir den Knochen noch holen und dann hätten wir auch hier ein Perfect Game. Geist, denkst du kannst mir Angst machen? Okay. So, wir haben das Buch, ich habe eine Kamera, wir haben den Ämpfer hier. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Wir haben Spirit Box. Ich dachte, du wärst ein Geist, wie du da gerade dran standst. EMF 2. Okay. EMF 5 kann noch sein. Ultraviolett kann noch sein. Gefrier kann noch sein. Dirts kann noch sein. Kannst du mir jetzt auch jetzt hier oben was sagen, wo ich bin? Weil ich bin ins Spiel neu reingekommen und weiß jetzt nicht, wo wir sind. Ach so, ja, ich wollte eh gerade rausgehen. Ich komme dann kurz mit. Wir haben Spirit Box und wir haben ein Buch. Komm mal mit mir mit. Ich zeig dir dann den Ausgang. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mein Smudge-Zeug gelassen habe. Ich dachte, ich habe das hier irgendwo gelassen. Ja, ich hole mir ein neues. Ach, hier ist es ja. Aber die Frage ist, ob ich wieder zurückfinde. Ich werde jetzt gleich eine Hand auslösen und gucken, was das für ein Geist ist. Ich frage den mal kurz, wo der Knochen ist. Where is the bone? So, Classroom. Du kannst ruhig schon mal rausgehen, wenn du willst. Classroom. Wo denn hier? Wo ja, da, her? Haupteingang. Classroom. Welche Nummer? Ich muss das kurz im Internet nachgucken. Classroom 2. Goodbye. Goodbye. Okay, der Knochen ist in Classroom Nummer 2. Das muss ich kurz im Internet nachgucken, wo der ist. Und ich muss Sanity nehmen, logischerweise. Okay, ich muss kurz im Internet gucken, wo Classroom 2 oder 22 ist. Sekunde. Okay, so, ich habe gerade nachgeguckt, wo der Classroom ist. Leider habe ich alle Kameras da oben. Wenn du willst, kannst du eine Fotokamera da noch mitbringen. Obwohl, brauchst du eigentlich nicht. Stell nur die Videokamera da ab. So, Classroom 2 ist laut. Ich weiß nicht, welcher Seite das ist. Ich habe da mal einfach in Google geschaut. Warum ist da das Licht an? Warum ist da die Tür auf? Hä? Das hier ist Classroom 1, das hier ist Classroom 2. Mal schauen, ist hier ein Knochen? Oder es könnte auch 22 sein. Aber hier sehe ich keinen Knochen. Dann meinte der Geist wohl 22. Ich gucke nochmal kurz mit den Augen. Mit dem normalen Licht. Also ich gucke immer mit den Augen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Nee, hier ist nichts Knochiges. Okay, 22. Ah, wo ist 22? 22 ist... Oben. Okay, muss ich links die Treppe hoch und dann laufe ich genau auf 22 zu. Okay. Die linke Treppe, die ist auch hier direkt. Ich weiß es nämlich nicht auswendig, welcher Klassenraum welche Nummer ist. Das muss man dann eben nachschauen. So, das hier ist 22. Ah, da ist er ja. Bup. So, und so kann man einfach mit diesem Challenge-Mode noch nebenbei die Medium-Map-Aufgabe erledigen. Yay. Okay, hast du die Kamera abgestellt? Nee. Okay. Ich bereite kurz ein Versteck vor und so weiter und dann lassen wir den einfach mal an. Weil laut der Liste hier, ja okay, Poltergeist mehr ist natürlich schwierig. Moroi würde meine Sanity runterreißen, aber ich habe gerade Sanity genommen vorhin. Das tut den Flug wiederum auf. Ich habe Orientierungsprobleme. Ich will gleich sehen, wie du gesagt hast. Und dann bist du wand und habe Schattengeist rum nicht gefunden. Und ist ja dunkel. Dann geh einfach, ja, du kannst die Nachtsicht anziehen, dann geh einfach wieder raus. So, also. Also. Jungs, würde ich versuchen nochmal. Ich habe vergessen, die Nachtsicht anzuziehen. Ziemlich doof. Wacht. Wir machen noch kurz was fertig. Bis gleich. Ja, mein Orb. Ja, perfekt. Alles okay, ist nur ein Event. Ist alles okay, ist kein Hand. Alles gut.
Okay, was soll ich machen? Jetzt. Komm wieder raus, es ist ein Meer. Okay. Okay, dann haben wir eigentlich alles. Wir brauchen den noch nicht mal handeln lassen. Wir haben alle Aufgaben, wir haben nichts noch. Richtig? Perfect Game. Nee, nee. Warte, warte. Ja, du läufst richtig, lauf weiter und jetzt machst du gleich links. Jetzt nach links. Nach links. Nee, 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 nach rechts. Ja, so. Nein, an die Wand. Lauf weiter. Ja, lauf an die Wand, genau. Und jetzt hältst du dich links. Jetzt links. Ja. Ja. Du musst noch eins weiter, um die Treppe zu erwischen. Genau. Jetzt da runter und dann gehst du, wenn die Treppe runterkommst, gehst du links und da ist dann auch der Ausgang. Links und dann rechts. Hier links. Rechts? Ach da. Ja, da ist der Ausgang. Und dann bist du draußen. Navigation durch die Schule. Die Hand gerade. Geh, lauf zurück, lauf ins Badezimmer. Lauf einfach den Flur runter. Lauf geradeaus, 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 geradeaus. Und dann die erste Tür links. Da habe ich schon Licht an. Lauf da links rein. Da ist das Klo, da kannst du dich verstecken. Ich sag Bescheid, wenn es vorbei ist. Ach ja, es ist ein Meer, ne? Wir sind bei 60. Das Licht ist wahrscheinlich im Geisterraum jetzt geradeaus. Deshalb huntet der jetzt gerade. Das war ich jetzt aber nicht gewesen mit Cursed Possessions. Es ist einfach, weil bei 60 huntet ein Meer, wenn das Licht aus ist. Der kann hunten. Tut es aber leider nicht immer. Dauert 50 Sekunden hier ein Hunt normalerweise. Es dürfte kein Cursed Hunt sein. Es ist aber ein Cursed Hunt. Warum? Warum ist das ein... Okay, es ist vorbei. Geh raus aus dem Raum. Mach die Nachtsicht an und wenn du aus dem Raum kommst, gehst du rechts. Genau, gehst da raus aus dem Raum, dann rechts und immer weiter geradeaus, da kommst du schon auf den Ausgang drauf zu. So, okay. Ja. So tut man anderen Mitspielern helfen beim Navigieren. Jetzt musst du nur noch die Tür aufkriegen und ja. Ein Wunder, ich habe überlebt. Ja, wir waren genau bei 60% und es ist ein Meer und Meer huntet ja bei 60. Also kannst du Meer eintragen. Wir haben ein Perfect Game. Ja, Jutta, ich hab jetzt noch sicher schnell aussehen. Ja. So kann man diese Woche schön mit T3-Items spielen, falls man sie noch nicht hat und sie anschauen. Ja, ich dachte mir, wir machen das mal im Challenge-Mode, weil wir müssen ja hier die Medium-Map-Aufgabe machen. Und ja, so haben wir ein Perfect Game hier und Medium-Map und so weiter. Alle Cursed Possessions, ist doch lustig, ne? Und ich habe überlebt, da musst du mal reinziehen. Bei dem ganzen Interesse habe ich schon noch überlebt, obwohl ich da im Dunkel stand. Vergessen habe, dass ich die Lampe am Kopf habe. Das ist blitzig. Ja, die ist eben für den Notfall gut, ne? Wenn du im Dunkeln irgendwo hast. Ja, echt. Und diesen Raum da, wo du dich jetzt versteckt hast, den hatte ich vorhin schon vorbereitet, weil ich dachte, falls ich den Summoning Cycle benutze, laufe ich da rein zum Verstecken. Also hast du mein vorbereitetes Versteck benutzt. Ja, habe ich. Ich bin der letzte Klo reingerannt. Der war auch hinter mir. Da habe ich gesehen, ich habe das Ding noch an, das Licht, oh Gott, hast schnell ausgemacht im Versteck. Ja. Das ist witzig. Okay, hast du mehr eingetan? Ja, hätte ich direkt angelassen, das Licht, oh Gott, hätte ich auch direkt den Geisterraum und alles gefunden, aber ich wusste es nicht. Nur ich wusste nicht, dass ich da hinten an dem links abbiegen musste, der Geisterraum links ist. Ich dachte, der wäre rechts rum. Ich war ja rechts gelaufen, deswegen. Naja, gut, Asna. Ja, du musstest einfach nur an der einen Treppe da, wenn du da die Treppe hochkommst, einfach nur die rechte Wand, dich einfach an der rechten Wand halten, dann läufst du ja automatisch drauf zu. Ja, habe ich gemacht, aber dann bin ich, wie die Wand zu Ende war, wieder rechts statt links zum Geisterraum, verstehst du? Ach so, ja, dann wärst du in einem großen Kreis gelaufen und wieder bei der Treppe irgendwann rausgekommen. Das war schon ein bisschen durcheinander, weißt du, ich hatte ja kein Licht an. Ich war ein bisschen verloren da. Was du ja auch mal machen kannst, wenn du alleine spielst, stellst du ein, dass du voll schnell bist, dass der Geist freundlich ist und dass du keine Sanity verlierst und so. Und dann kannst du ja einfach mal durch diese ganzen Maps laufen und die angucken und die lernen mit dieser Nachtsicht dann, wenn du die später hast. Dann kannst du die so ein bisschen üben und lernen. Das habe ich auch gemacht, als Sunny Meadows rauskam. Da habe ich alles auf easy gestellt da, dass der nicht angreifen kann und so. Und habe die Map mal in Ruhe auskundschaftet so. Also, okay. Ja, gut, eigentlich kenne ich mich ja schon aus. Lass mir auch gut erklärt und alles. Nur ich hatte kein Licht an. Vollpfosten. Naja, okay. Hat ja geklappt. Ja, du sollst ja auch mit den Augen gucken und nicht mit den Hühneraugen. So, jetzt Abfahrt. Ja, genau. Hast du recht. Wenn man mit den Hühneraugen guckt, dann verläuft man sich auch mal ab und zu. Oh Mann. Hier ist was los. Ich muss dir mal ein Navi kaufen. Für Schule. Eigentlich brauchst du schon ein Navi für Edgefield. So, hey, Spirit Box! Guckt mal hier, 610 EP bei einem einfach und ihr könnt ein Perfect Game machen. Also nutzt ruhig den Challenge Mode. Manche Challenge Modes sind echt lustig. Und ihr verliert nichts, wenn ihr sterbt. Das ist noch das Coole daran.
So, Classroom 22 war richtig. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.